Ja, Hallihallöchen und ein herzliches Willkommen zurück zum Weißen Hündchen Drakensang. Liebe Leute, zum Schwarze Aura Drakensang zur nächsten Folge. Wir sind hier bei Mama Radzinski. Ich werde mal schauen, bevor ich da loslege, werde ich mal schauen zur Gwendala. Sie kann zaubern. Ich werde eine hilfreiche Tatze zaubern. Fallen und so weiter, ne, brauche ich jetzt nicht. Sie hat 121 Erfahrungspunkte zaubern. Wir können was nehmen. Hilfreiche Tatze werden wir auf 9 erhöhen. Sind wir eh schon fertig. So, ich werde mich jetzt komplett ausrüsten. Ich werde mich jetzt komplett ausrüsten und zwar werde ich jetzt dann mal Amadrutz raufschmeißen. Mit mir ebenfalls Amadrutz mit der Gwendala. Dann haben wir eine hilfreiche Tatze, die können wir auf Multiplikator 9 erhöhen. Und wir können endlich auch in diesem Teil eine hilfreiche Schlatze nehmen, Leute. Was haben wir da? Beschworenes Wildschwein. Leute! So, dann werden wir es angehen. Ich werde mal hier die Astralenergie von der lieben Gwendala rauf pushen. Werde noch einen Speicherpunkt machen. Ja, diese Aufnahmesitzung geht jetzt eigentlich ganz, ganz kurz. Bis jetzt ist es die zweite Folge in dieser Aufnahmesitzung im Gesamtfolge 148. Wahnsinn, 148 Folgen haben wir schon. So, wir gehen's an. Wir gehen rein da zu Mama Radzinski. Und es geht los. Meinen Kaffee am Start hier. Es dürfte schon ziemlich kühl sein. Den habe ich schon eine halbe Stunde sicher. Ja, hallo Mama. Rattenplage wurde aktualisiert. So, das heißt, ich werde mal auf ihn Feuer schießen. Ah, nö. Ich weiß nicht, ob wir die jetzt schaffen. Wir probieren es einfach noch einmal. Ich versuche mein Bestes. Vorkrim wechselt jetzt einmal zur Armbrust. Bolzen 92. Das. Hat er Giftpfeile? Nö, hat er jetzt gar nicht. Ihr habt keine Giftpfeile auf der Seite. Ist egal jetzt. Gwendala, du wirst. Nö. Blitz dich find machen. Feyatara Gra, was? Attributo Mut. Werde ich mir geben. Damit sie ein bisschen Mut dazu hat. Dann werden wir die anlocken. So, also. Bei Rondra. Nö. Hier. Hier sind wir richtig. Befreiungsschlag, Wuchtschlag. Einkreisen. Formation. Formation. Einkreisen. So, Vorgrim wird ebenfalls brennen, tut die Ratte. Zwei gegen auf die Ratte. Ja, schauen wir mal. Wir haben eh einiges an Einbandsäfte normalerweise jetzt. Nimm das! So. Gwendala wird jetzt wieder blitzdich find auf Mama Radzinski nehmen. Was haben wir dann? Dann. Mandaya Ioai Banda. So, die sind eigentlich gut beschäftigt. Jawohl. So, Tralda. Wo du stehst bei ihm, dann wirst du ihm auch einmal einen Wuchtschlag geben. Die Formation. Finte, wieder Wuchtschlag, wieder Finte. Sonst sind wir gut beschäftigt. Wie schaut's gesundheitlich aus? Schaut's gut aus? Passt.
Wie schaut's mit den Tränken eigentlich aus? 19 Heil... Heilsäfte. Meint ihr? Einbeinsäfte. Jeder hat seine Einbeinsäfte. Passt. Am wenigsten Einbeinsäfte hat der Vorgrim. 6. Okay, gut. Dann können wir weitermachen. Zur Stelle. So, Tralda nimmt sich den vor. Ich kann auch nichts mehr machen, außer hier draufschlagen. So, Gwendala. Wo bist du? Du machst hier den Mama Radzinski mal. Tralda. So, wie schaut's aus? Jawohl. Hier haben wir 1, 2, 3. Halbkreis bilden. Nö. Für Rondra und Pharmalor. Für Rondra und das Pharmalabor. Genau, lieber Honk. Reicht ihren Widerstand. Das Pharmalabor, ne? Ja, finde ich cool. Mein Atem geht ruhig. Dein Atem geht ruhig. Was? Ich kann nicht zaubern. Kann ich schon was machen? Blitzigfind kann ich nicht machen. Ich habe gar keinen Blitzigfind auf der Seite. Warum? Ich brauche Blitzigfind, Leute. Ich werde der lieben Gwendala einen Verband geben. Meint ihr? Sollte normalerweise hinhauen. Ja, Gesundheit schaut beim Vorgrim, da muss ich... Das muss ich jetzt auf jeden Fall noch weiter kontrollieren. So, Vorgrim. Ein Schwert. Einbeinsaft nehmen. Aufgepasst. Was befehlt ihr? Ja, dann haben wir da mal... Formation! Sturm über Wasser. So, schauen wir mal. Ah, da haben wir noch eine Ratte. Du wirst diese Ratte noch machen. So, Vorgrim wird sich wieder einen Einbeinsaft reinschmeißen. Es ist so schwer, Leute. Ah, Vorgrim ist tot. 5 Knochenbrüche. Also Vorgrim ist schon mal out of order. Die Ratte. Sanya. Blitzdichfind auf die... Blödsinn. Blitzdichfind auf die Ratte hier. Yandra Aikara. Zur Stelle. Für Rondra und Pharmalor. Für Rondra und das Pharmalabor. So, wie schaut's aus? So, ich nehme mir auf jeden Fall jetzt einen Verband. Dann... Brecht ihren Widerstand. Mutter Radzinski. Für Rondra und Pharmalor. Mein Atem geht ruhig.
Blitz dich find. Feya Tara Dra. Donnerkeil. Alau Yama. Aldrasol. Nimm das! Ja, sie ist auch tot. Fünf Knochenbrüche. Auf einmal. Leichter Wundbrand. Zur Stelle. Tralda, du nimmst deinen Einbeinsaft. Ich glaube, wir haben jetzt nach wie vor keine Chance. Wir sind noch zu zweit. Mutter Radzinski. Ja. Bei Rondra. Formation! So, wie schaut's aus? Ja, das werden wir nicht schaffen. Der kann einmal zur Hälfte runter, Leute. Zur Stelle. Einbeinsaft nehmen. Ja, wir sind nur noch zu zweit, Leute. Ich glaube, es hat keinen Sinn. Was befehlt ihr? So. Für Rondra und Pharmalor. Für Rondra und das Pharmalabor. Halbkreis bilden. Ich weiß nicht, ob das jetzt gut ist. Ja. Ja. Wir müssen weiter. Zwei Knochenbrüche. Nö. Und schon wieder muss ich Knochenbruch heilen. Da ebenfalls. Ich sollte auf jeden Fall mal in Kalda wieder einmal einen Einbeinsaft geben. So, was befehlt ihr? Vier Knochenbrüche. Ich hoffe, er haltet. Noch einen Einbeinsaft. Ich schmeiß Einbeinsäfte hier raus, das ist nicht mehr normal. Ja, Tralda ist tot. Nö, Leute, wir haben nach wie vor keine Chance gegen die Mutter Radzinski. Ja, vergessen wir es einfach. Ja, ich bin auch tot. Leute, wir sind tot. Lassen wir es. Wir haben es noch einmal probiert mit Mutter Radzinski, aber es funktioniert einfach nicht. Und gehen wir halt wieder raus. Ist egal jetzt. Ja. Keine Ahnung, wann ich da endlich mal dazukomme, dass ich den endlich mal schaffe. Also ich weiß nicht, also mittlerweile sind wir ja gar nicht so extrem schlecht geskillt. Ich meine, natürlich ist nicht perfekt, aber... Weiß nicht, nehme ich die falsche Taktik oder... keine Ahnung, was das soll. Mutter Radzinski ist schon wieder... Hat schon wieder nicht geklappt. Ich glaube, wir haben schon wieder zwei Ortschaften durch. Blutberge und dann Burg Grimzahn. Und wir schaffen die noch immer nicht. Sollte normalerweise jetzt nicht mehr so das Problem sein. Oder wie kann man Mutter Radzinski wirklich einmal besiegen? Das wäre ja wirklich mal gut zu wissen. Hilfreiche Tatze, bringt sich nichts. Ja, dann machen wir halt so weiter. Dann würde ich mal vorschlagen, wir werden jetzt mal nach Talon reisen. Gehen wir raus aus der Burg, aus der komischen Ding da. Ah, Garroschen. Wir sind schon ziemlich tief, die vierte Ebene. Bringt mich raus zu Worovisch, was? So. Raus hier. Ich warte. Bringt mich wieder heraus, ich hab Muffensausen, ja. Ich hab aber gern Muffensausen. Eher Muffensausen und lebend als
riskieren und dann sterben. Nö. So, Grafenstadt. Gehen wir mal zur Grafenstadt. Ich will, also ich habe jetzt meine ganzen Gefährten hier und ich wüsste nichts, was im Weg stehen würde, jetzt, dass wir nach Talon reisen. Also ich würde mal sagen, wir reisen nach Talon. Was haben wir hier? Ja, die Eidern. Nö. Also zwei offene Queste haben wir hier jetzt noch. Zum Beispiel das mit Eidern, aber das schaffe ich auch noch nicht. Und das mit Mutter Razinski. Fertig. Und den Rest weiß ich noch nicht, ob es da noch was gibt. Das kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht sagen. Ich schätze mal, dass da irgendwo auch noch was mit Feuerfliegen gibt, eine Queste. Wüsste ich jetzt aber auch nicht, wo die zum Annehmen wäre. Aber trotzdem können wir ja schon nach Talon reisen, ne? Fürstentum. Entschuldigung, Leute. Wahnsinn. Das ist aufstoßend dauernd. Fürstentum Kosch, da gehen wir jetzt hin. Und wir reisen nach Talon. Also, was bist du für einer Städter? Torwache, nö, der wird nichts für mich haben. Städter, 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 ja. Was haben wir da? Wer bist denn du? Krämerin, was? Talerfein. Hast du was für mich, was Bestimmtes? Was darf sein? Hm. Schauen wir mal. Verband, Seife, Pechfackeln, Wurfmesser. Nö, danke. Habe ich was zum Verkaufen? Zunderschwamm, Quellwasser, Heiltrank, Blattgold, Edelsteine, Kettenhemd. Handel abschließen. Brauche ich ehrlich gesagt nicht. So, wir speichern jetzt einmal, bevor wir rausgehen. Speichern wir noch einmal. Und dann gehen wir nach Talon. Die nächste Stadt. Fürstentum Kosch, Leute. Wir reisen nach Talon. Brücke Sümpfe, Burg Grimzan. Talon. Abmarsch nach Talon. Wir werden wahrscheinlich eh kämpfen. Es wäre aber gut, weil ich möchte draußen ein bisschen erforschen auch. Komm, haltet mich auf. Haltet mich auf, habe ich gesagt. Nö. Na geh. Okay. Direkter Weg hin. Also ich hätte mir schon gedacht, dass da ein Kampf oder sowas stattfindet. Wir sind in Talon, Leute. Wir sind in Talon. Götter und Glaube. Der Göttersfürst Praios ist Herr über Licht und Sonne, sowie der Gott der Wahrheit, der Ordnung, des Gesetzes und der Herrschaft. Aha. Ja, und so weiter. Hallo. Wer ist denn da? Ich bin da. Vor ein paar hundert Götterläufen hat mein Volk Talon von einem Drachen befreit. Bin gespannt, ob sich die Leute noch daran erinnern. Okay. Nun schauen wir mal, ob sie sich daran erinnern. Eine verschlossene Truhe. Ja, gut, dass wir jetzt Schlösser knacken haben. Nein, wir haben nur 15 Steigerungspunkte. Versuchen wir das Schloss zu knacken hier mal. Misslungen. Leute, es geht schon wieder los. Hey, hier sind Schweine. Schweinehirte Jagold. Wer ist das? Ja, Leute, muss ich wahrscheinlich wieder 285 Mal hier öffnen. Misslingt immer. Ja, der hat zu wenig Schlösserknacken. Der hat einfach nur 9 Schlösserknacken, Leute. Alle guten Dinge sind 3, dann probieren wir es mit Haarnadeln. Misslungen, ja, wir machen es mit Haarnadeln jetzt. Ja, Kunz. Weg mit der zittrigen Hand. Sehr gut. Öffnen. Aber mit Haarnadeln kannst du schon, oder? Misslungen. Leute. Sag ich dazu nur. Hallo Schweinchen. Kann ich mit dir reden? Ja? Hä? Was wollt ihr? Ich muss meine Schweineschleuse nach Hause in den Stall bringen. Okay, gut, mach das. Wo kommst du her, dass du so verdrossen reinblickst? Ach, von Talon. Ich wollte dort auf dem alljährlichen Apfelfest ein paar Schweine verkaufen, aber die Wache wollte mich nicht durchlassen. Tja, da hätte ich mir den weiten Weg auch sparen können. Okay, das begreife ich nicht. Warum sollte man dich nicht in die Stadt lassen? Nicht einmal das hat man mir gesagt. Wisst ihr, Talon hat eine ehrenvolle Wache. Den Hauptmann von Talon wird von seinen Leuten sehr viel Respekt gezollt. Befehle, die er gibt, werden ohne Ausnahmen und Murren befolgt. An anderen Tagen finde ich das ja gut. Die Wachen verlangen keine Bestechungen und sie nehmen einem auch kein Vieh ab. Aber ich hätte das Geld wirklich brauchen können. Aber was hilft's einem, über vergossene Milch zu lamentieren, richtig? Gar nichts. Weshalb die Eile? Gibt's denn Grund dazu?
Allerdings, die ganze Gegend um Talon herum war schon mal sicherer als jetzt. Die Leute reden ja derzeit von allerhand finsteren Dingen, die sich im Tunnelholz zu tragen sollen. Was meinst du damit? Naja, man munkelt von Plünderern, die einsame Reisende überfallen, andere von einer Bestie, die in der Nacht kommt und wahllos Menschen und Tiere zerreißt. In den letzten paar Nächten hab ich 3 Tiere verloren, ohne jede Spur. Was scherzt mich, was dran schuld ist? Alles, was ich wissen muss, ist, dass es halt gerade gefährlich ist. Also beeile ich mich und behalte meine Tiere im Stall. Kommen auch wieder andere Zeiten. Wo kommst du her, nur wenn du verdrossen dranbleibst? Ist es denn noch weit bis Talon? Nein, nein, nicht wirklich. Noch eine halbe Meile durch den Wald, würde ich meinen. Weiter vorn kommt eine Biegung. Dahinter könnt ihr dann schon die Stadtmauer und den Tempel von Talon sehen. Hast du eine Ahnung, was mich am Weg erwartet? Keine Angst, nichts Gefährliches. Wenn ein Bauer mit seinen Schweinen den Weg überlebt, werdet ihr das auch schaffen. Aber da vorne ist eine verunglückte Kutsche und eine ziemlich aufgebrachte Edelfrau. Ich habe sie gefragt, ob ich helfen kann, aber scheinbar braucht sie keine Hilfe von dem Schweinehirten. Wenn ihr mich fragt, ist das mit Abstand die gefährlichste Bestie, die euch hier im Tunnelholz auflauern wird. nun gut, Bauer, auch ich ziehe weiter. Aves mit dir. Aves zum Gruße. Ja, auch Aves zum Gruße an euch. Ich beende diese Folge. Wir machen dann in der nächsten Folge weiter, würde ich sagen, in Folge 149. Und das wird dann wieder cool. Ja, Mutter Racinski haben wir leider nicht, Mama Racinski haben wir leider nicht geschafft. Aber egal, die Mutter Racinski, die kommt dann irgendwann ein anderes Mal dran, wenn wir dann noch stärker sind. Und ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Game over und ciao.